Sollen wir ihn entkommen lassen? Natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Unten rechts seht ihr, wie ein Schwertkämpfer verwundet. Die Truppe ist mittlerweile stark dezimiert, wie sie versucht zu entkommen von ihren skythischen Häschern. Das sind unsere Reiter, blitzschnell unterwegs. Einheiten, die wirklich die Tradition, die Militärtradition unseres Volkes noch hochhalten. Die sehen noch so aus wie unsere kriegerischen Vorfahren vor vielen Jahrhunderten. Die tragen nur eine leichte Schuppenrüstung und einen Speer in der Hand. Aber sind wir mittlerweile in der Moderne angelangt. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch Kavalleristen runterschicken, aber die Reiter jetzt zu Kavalleristen auszubilden und entsprechend zu bewaffnen, das würde uns Gold kosten. Und das Gold, da bin ich im Augenblick ein bisschen geizig, weil ich demnächst versuchen möchte, möglichst viele Gebäude zu kaufen, die uns entscheidend weiterbringen in den Unterhaltungskomplexen oder vielleicht auch in den Industriebezirken. Insofern muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, den Barbaren, den kriegen wir auch so. Das sollte auch so funktionieren. Ich reite hier mal runter mit dem hier hin. Schieße einmal mit unserem Sakenbogenschützen, auch so eine antike Einheit. Oder eine klassische Einheit auf ihn drauf. Oh, das war's schon. Hoppla. Naja. Den lasse ich jetzt aber doch einmal ausheilen. Mit dem warten wir hier ab. Denn hier unten, da ist noch ein Lager, das möchte ich auch noch ausnehmen. Ach, wisst ihr was? Das ist Quatsch, aushalten. Ich schicke den Kollegen hier runter. Der hier oben, der kann dann hier bleiben. Und die beiden kriegen das schon gebacken. Eine Runde weiter. Eine Runde, in der dann auch in beiden Technologiebildschirmen ein Fortschritt zu verzeichnen sein wird. Wir werden die Luftfahrt erforschen. Klar, das ist natürlich eine Voraussetzung für die Raumfahrt. Willkommen bei der Mission Mars. Spiro Parker und ich wetteifern um den Wissenschaftssieg bei Civilization 6 in getrennten Partien unter ähnlichen Bedingungen. Das ist ein guter Reiter. Packe ich mal hier hin. Und bilde einen Chor. Die Einheit ist jetzt viel, viel stärker. Die Sumerer. Amerika hat die bösen Taten der Sumerer denunziert. Ja, die waren mal wirklich böse. Die haben den Amerikanern ihre schönen Städte abgenommen. Washington zum Beispiel. Falls ihr euch jetzt fragt, warum einige Stadtnamen unserer Skythen auch englisch oder amerikanisch klingen, Baltimore oder New York, das ist reiner Zufall. Macht euch da bitte keine Gedanken drüber. Wie geht es unseren Raumfahrtstätten? Eine Landung, nach der man noch laufen kann, ist eine gute Landung. Benutzt man das Flugzeug am nächsten Tag noch, ist sie perfekt. Flugplätze können wir jetzt errichten, darauf verzichte ich aber bewusst jetzt hier. Die brauchen wir im Augenblick nicht. Geh raus. Das ultimative Ende jeder Ideologie ist Totalitarismus. Gold durch jedes Forschungslabor, jede Militärakademie, jedes Kraftwerk. Weniger Kriegsmöglichkeit und diese Kanonenboote-Diplomatie-Karte. So, so. Die ersetzt die Karte, die hier ursprünglich war. Dadurch hatten wir mehr Gesandte bekommen. Jetzt nehmen wir uns die neuere. Wo ist sie denn? Sie ist hier. Mehr Einflusspunkte. Wir könnten auch mehr Gold nehmen durch Gesandte in Stadtstaaten. Aber 4 Einflusspunkte und offene Grenzen, das ist nicht schlecht. Vor allem die Einflusspunkte im Augenblick erzeugen wir 7. Mit der Karte wären es gleich 11. Und dadurch bekommen wir dann mittelbar, wenn wir mehr Gesandte haben, auch Boni für unsere Bezirke. Industriebezirk beispielsweise und so weiter. Dann hatten wir noch eine Sache vor. Wir wollten hier, jede Stadt erhält +1 Kultur für jeden Spezialbezirk, den sie baut. Die Leistungsgesellschaft, das nehmen wir raus. Leistungsgesellschaft. Kultur durch Leistung. Das ist aber ein sehr westlich geprägtes Menschenbild. Autsch. Und nehmen stattdessen gehen wir auf die Annehmlichkeiten. Plus eine Annehmlichkeit für alle Städte mit mindestens 2 Spezialbezirken. Dadurch haben wir allgemeine Produktionsboni oder zumindest erleiden wir weniger Mali in unseren Städten, weil wir ja oft schon Probleme haben mit den Annehmlichkeiten. Den Rest lassen wir, wie es ist. Diese beiden Karten hier unten, die sind extrem wertvoll. Ihr seht sie ja selber. Das bringt uns auch sehr viel. Und Marco Schmid wird jetzt wieder aufschreien. WB, WB, nimm doch die Karte, durch die du forterlast bei den Handwerkern. Ich muss im Augenblick aber keine Handwerker bauen. Deshalb hole ich mir auch nicht die Karte, Marco. Da musst du ganz, ganz tapfer sein.
Das war's, glaube ich. Den Rest lassen wir so, wie es ist. Und gehen wieder raus. Wir könnten auch plus 2 Wissenschaftspunkte noch holen, Wissenschaftlerpunkte pro Runde, aber wir erzeugen jetzt schon immens viel. Ich glaube, über 30 Wissenschaftlerpunkte für große Wissenschaftler. Das macht hier den Kohl nicht wert. Jetzt erforschen wir als nächstes den Kolonialismus. Ich muss noch euch noch mal kurz zeigen. Wir gehen über den Kolonialismus hin zur Naturgeschichte, um das Gebäude Zoo für die Unterhaltungskomplexe freizuschalten. Und in den naturwissenschaftlichen Forschungen sind wir jetzt beim Funkwesen. Und über das Funkwesen gehen wir zur Raketentechnik und können dann Raumhäfen bauen. Die Voraussetzungen dafür, dass wir die Mission Mars überhaupt starten können. Sauteuer. Diese Raumhäfen. So, und hier ist eine Universität gebaut worden. Keine Bibliothek, das ist eine falsche Anzeige. Theaterplatz reparieren? Nein. Mm-mm. Heilige Städte reparieren wäre eine Möglichkeit. Wir könnten dann schnell weitere Glaubenspunkte produzieren. Alternative, noch ein Handelszentrum. Unterhaltungskomplex. Könnten wir den so platzieren, dass wir viele Städte boosten könnten? Ich fürchte nicht. Wir könnten höchstens 3 Städte damit boosten, nämlich uns selber. Ravenna und Rom. Mehr ist nicht drin. Die anderen sind zu weit weg. Und das ist nicht ganz so effektiv wie die anderen. Insofern wäre ein Handelszentrum klug oder die Reparatur der heiligen Städte. Ich denke, dass wir nehmen mal das Handelszentrum auf. Dafür hatte ich auch ein schönes Plätzchen gefunden, nämlich hier. Warum kann ich das da nicht bauen? Ach so. Ich weiß warum. Weil das zu Rom gehört. Jetzt aber nicht mehr. Changsha. 21 Wohnraum hier. Hier können wir noch jede Menge Bürger jetzt platzieren. Industriegebiet, Kraftwerk, glasklar. Darum geht's jetzt. Das Reiterkorps platzieren wir hier mal im Hinterland. Der bleibt auch in Ort und Stelle. Ein Speerträger, ui. Klappt das? Ja, klappt. Wir ziehen mit dem hier hin. Mit dem ziehen wir hier hin. Sehr schön. Und ein Armbrustschütze, da müssen wir aufpassen, dann ziehe ich doch etwas Verstärkung hinterher. Schon mal eins vor auf das leere Barbarencamp. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier roden oder wollen wir ein Sägewerk errichten? Na, roden ist das Industriegebiet sofort fertig. Ich frage mich nur, was es hier so viel bringt. Ein gut platziertes Unterhaltungszentrum könnte hier viel, viel mehr bewirken. Trotzdem, ich mache das.
Oh, ich mach's noch anders, sehe ich gerade. Ich werde hier den Dschungel roten. Der bringt genauso viel an Produktion einmalig. Und dann halte ich mir die Option offen, hier oben auf dem Wald noch irgendwann ein Sägewerk zu errichten. Eine Runde weiter. Hier tuckert einer unserer Händler mit seinem LKW vor. Was macht der Späher hier? Den hatte ich doch auf automatisch gestellt. Vermutlich, weil er... Ich kann nur spekulieren. Ich habe auch lange nicht mehr verfolgt, was sie automatisch machen. Oh, es ist kein Automatismus möglich. Ich kann den Speer nicht automatisieren. Wegen Gefahr. Ja, dann ziehen wir einfach ein Stückchen weg. Was haben unsere Speer eigentlich ja mittlerweile aufgedeckt? Die hatte ich ja bis vor kurzem noch manuell hin und her gezogen. Gar nicht so viel. Ich ziehe mit dem einfach hier hin. Und klicke jetzt auf Automatisieren. Jetzt aber eine Runde weiter. Rom, Changsha, Longxi. Früher hatte ich immer beim Rundenwechsel auf unsere Fronten, auf die Kriegsfronten gezoomt und euch gezeigt, wie da die gegnerischen Truppen hin und her gezogen sind. Das waren noch Zeiten, oder? Wo wir ständig im Krieg waren mit der halben Welt. Mittlerweile kennen wir diese Kriegsparteien nur noch aus den Geschichtsbüchern. Die Römer beispielsweise, die haben uns Rom überlassen und Puteoli. Die Kongolesen, die haben uns auch ihre Städte überlassen. Wisst ihr noch, dieser greise Opi, der das kongolesische Reich angeführt hat, wie der uns immer wieder angegriffen und hat und wie der immer seinen Kopf geschüttelt hat über unsere Frechheiten, dass wir uns nicht freiwillig ihm unterwerfen wollten. Der ist raus aus den Geschichtsbüchern. Beziehungsweise der steht ja nur noch im Kapitel unter unter Loser ist er zu finden im Namensregister, aber nicht mehr unter dem in dem Kapitelchen der Sieger im Register. Unterhaltungskomplex abgeschlossen. Als nächstes eine Arena. Hier entsteht sie. Das ist der Unterhaltungskomplex. Ich zeige ihn euch mal aus der Nähe. Fabrik abgeschlossen. So muss es sein. Als nächstes ein Kraftwerk. Wo ist unser Industriegebiet hier? Wie viele Städte werden dadurch unterstützt? 1, 2, 3. Und das eigene. Und die da oben. 5 Städte auf einmal. Wow. Traumhaft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Städte werden da unterstützt. Also, Wahnsinn. Da lohnt sich natürlich auch ein Kraftwerk. Erst recht. Es gibt nämlich auch +4 Produktionen an alle diese Städte. Kostromskaja, Industriegebiet fertig als nächstes. Also, Fabrik fertig. Die Anzeige stimmt nicht. Als nächstes bauen wir hier eine Fabrik und die wird dann von hier aus 1, 2, 3, 4 Felder entfernt, zumindest Longxi fördern und Jessic. Spion einsetzen, ja, unseren ersten Spion erschaffen und den würde ich gerne für die Gegenspionage einsetzen, denn wir hatten schon ein Problem mit den Indern, die hatten uns Pokrovka hier versucht auszuspionieren. Das heißt, wir gehen zu unserer Hauptstadt und gehen auf Gegenspionage. In welchem der Bereiche wollen wir Gegenspionage machen? Das Stadtzentrum und alle angrenzenden Bezirke scheint mir am sinnvollsten zu sein, weil da sind einfach die meisten. Der Campus nicht, aber den kann hier, das ist ein Aquädukt. Das ist, glaube ich, ein Handelszentrum. Genau, das ist die Fabrik. Das Industriezentrum. Ich gehe hier mal hin. Ehrlich gesagt, ich hab nicht genau begriffen, was ich gerade gemacht habe. Habe ich gerade hier... Wie war
denn das gerade funktioniert? Ich meide nämlich normalerweise das Feature Spionage bei allen früheren Swift-Teilen. Als es noch möglich war, habe ich das immer sogar deaktiviert und nie genutzt. Mir geht das. Ich bin kein großer Fan von Spionage in Strategiespielen. Das macht mir irgendwie nie so richtig Spaß. Ich weiß gar nicht genau warum und das liegt allerdings schon ewig zurück. Da hatte ich bei einer Civ 5, bei einer Civ 6 Partie mit Spionage operiert, aber das liegt Wochen zurück. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie es funktioniert. Ich hoffe, ich habe gerade alles richtig gemacht. Wenn nicht, habt ihr jetzt eine Steilvorlage in den Kommentaren auf YouTube, mir mitzuteilen, was ich falsch gemacht habe und wie man es hätte besser machen können. So, der ist aus dem Weg geräumt. Jetzt ziehen wir hier eins runter. Mit dem geht's hier hin. Mit dem geht es hier hin. Mit dem geht es dort hin. Und jetzt will ich mal wissen, meint ihr, der Armbruchschütze kommt durch? Ich glaube irgendwie nicht. Prima. Hat funktioniert. Alles bestens. Jede Menge Kohle, nee, Salpeter vorkommen hier unten. Und ganz rechts noch ein Barbarencamp. Aber ich glaube, wir reiten gleich wieder zurück. Ich reite mal zurück. Das hier ist der Crater Lake, ein Naturwunder. Zwei Stadtstaaten-Quests haben wir abgeschlossen. Einen Gesandten haben wir hier bekommen in Kandy. Leider wird das mal wieder nicht angezeigt. Das würde ich mir wünschen für den nächsten Patch, für das nächste dicke Update bei Civ 6, dass man dann in den Texten angezeigt bekommt, warum man den Gesandten bekommen hat. Da bin ich nämlich echt neugierig. Mehr Glauben in der Hauptstadt. Zwei Gesandte jetzt hier. Nicht mehr Glauben, genauso viel wie vorher. Am nächsten hätten wir plus nochmal zwei Glauben für jeden heiligen Städtenbezirk. Und hier in Hongkong haben wir jetzt vier Gesandte. Das ist ja cool. Oh, das ist aber wirklich cool, weil den Bonus hätte ich gerne hier. Einzigartiger Bonus von Hongkong. Eure Städte erhalten 20% mehr Produktion für Stadtprojekte. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann betrifft das auch die Raumfahrtprojekte. Satellit ins All schießen, Mondlandung, zum Mars rüber hüpfen. All das sind, glaube ich, Stadtprojekte und dafür kennt man diesen plus 20% Bonus. Das wäre ja cool. Einfluss durch drei. Ja, wir sind hier souzerän. Wir sind hier souzerän. Sehr, sehr cool. Und haben uns dadurch auch Tabak, die Luxusressource Tabak jetzt gerade bekommen. Wow. Hier bauen wir eine Mine. Eine Runde weiter. Funkwesen und Kolonialismus werden wir gleich erforscht haben. Hier wollten wir auch eine Mine bauen. Jetzt aber eine Runde weiter. Runde 191. Er hätte gerne Geschenke von uns. Tut mir leid. Das ist so ein Stinkstiefel. Ich überlege, wie viele Kriege ich schon mit dem hatte. Ich glaube einen. Oder waren es zwei? Auf jeden Fall, es waren zu viele. Echt, der hält mich nur auf. Das wäre jetzt noch was. In der Spielphase jetzt noch irgendeinen Krieg, weil wir einen Nachbarn haben, der uns überhaupt nichts bringt, selbst in dem Fall, wo wir gewinnen, kann ich echt dankend drauf verzichten. Es sind mittlerweile nicht mehr nur Möwen, die an unsere Küsten kommen. Radio ist das Kino des Geistes. Fernsehen ist das Kino der Geistlosen. Wir können jetzt Seebäder bauen, eine neue Modernisierung. Handwerker machen das und das macht aber nur Sinn mit Blick auf den Tourismus-Sieg. Da ist das ein wichtiges Feature. Das lassen wir weg und gucken uns das jetzt auch nicht an. Man sollte nie vergessen, dass Politik, Kolonialismus, Imperialismus und selbst der Krieg dem menschlichen Gehirn entstammen.
Das sind natürlich beides interessante Karten. Ja, plus 25% Gold in Städten, die nicht auf dem Kontinent eurer ursprünglichen Hauptstadt liegen, habe ich euch schon mal gezeigt. Das betrifft etwa ein Drittel unserer Städte. Und das so viel. Das ist wahrscheinlich auch nicht so viel. So viele, so oft sind wir nicht so zerrein. Ich lasse mal alles so, wie es ist. In Rom heilige Stätte ist repariert. Damit können wir jetzt hier Raketentechnik in 3 Runden Raumhäfen bauen. Das heißt, in 3 Runden, wenn wir hier auch einen Raumhafen bauen. Das heißt, egal was wir machen, wir haben noch kein Kraftwerk. Wie teuer ist der Kauf eines Kraftwerkes? Oh, 2000 Gold. Da sind wir ein kleines Stückchen von entfernt. Anbauen macht aber auch keinen Sinn. Der Baupreis ist immer komplett. Wohnraum ist okay. Was würde 3 Runden lang Sinn machen, hier zu bauen? Schrein reparieren? Der ist aber teuer. Ja, das ist so eine Sache. Es lohnt sich eigentlich gar nichts. Also was wir auf jeden Fall ja haben werden... Dauert der 6 Runden, der Schrein? Will mir überhaupt nicht in den Kopf. Warum ist der so teuer? Markt bauen. Ich mache das mal mit dem Schrein. Und das Kraftwerk werde ich dann kaufen irgendwann. Wir müssen es merken. Wir brauchen unser Gold für Kraftwerke. In 6 Runden ist hier das Kraftwerk. In 4 Runden steht das Kraftwerk hier. Das Industriegebiet hier in 4 Runden. Wir könnten hier dann schon mal... Na, wie teuer, wie lange dauert das Kraftwerk? 12 Runden. Sollen wir es bauen? Wir bauen es mal. Kann sein, dass wir unser Gold stattdessen investieren hier in Chengdu. Blick auf Rom rein. Können wir hier mehr Produktion erzeugen auf den Geländefeldern. Könnt ihr jetzt zum Beispiel tauschen mit Ravenna. Oh, was ist hier in Ravenna los? Industriegebiet abgeschlossen, als nächstes eine Werkstatt. Auf dem Geländefeld. Ja, toll, 1, 2, 3, 4, 5. Rom wird dadurch unterstützt, immerhin. Und Puteoli, glaube ich, auch. Genau. Also ich gebe mal, wir holen uns mal bei der Geländeverteilung hier. Wir holen uns mal das hier dazu. Dann sollte das schneller gehen. Nahrungswachstum ist so hoch. Das können wir echt ignorieren. Hier ist ein Bürger in dem Industriegebiet drin. Den nehme ich raus. Stattdessen sind die hier. Ich gehe mal auf Produktion. Automatismus. Genau, ich habe mal die Verteilung, den Schwerpunkt auf Industrie gesetzt. In 11 Runden Kraftwerk. Ist auch nicht so unglaublich viel, aber wir werden auch 9 Bürger haben. Bis dahin. Hier oben könnten wir demnächst einen Dschungel roden. Einen neuen weiteren Bürger könnten wir uns über das Sumpffeld holen und das Brachlegen dort. Viel mehr Möglichkeiten sehe ich im Augenblick nicht. Doch, es gibt eine. Den hier. Den holen wir uns und dann geht er hier weg. Genau, da wollte ich ihn auch abziehen. Kraftwerk immer noch in 11 Runden, stimmt das? Aber vielleicht sind es ja 10. Vielleicht werden es ja 10 Runden sein. Weil der neue Bürger da ist. Xi'an, Wohnviertel. Und hier wird kein Raumhafen entstehen. Industriegebiet. Handelszentrum bauen. Haben wir schon platziert, aber nicht gebaut. Unterhaltungskomplex. Fürs Industriegebiet hatten wir, glaube ich, irgendeinen coolen Standort. Nee, das war hier... Moment, wir sind in Xi'an sind wir, ne? Genau. Das war der Standort, den wir haben wollten für das Industriegebiet von Solokka.
Und hier, mal schauen, wo wir hier ein Industriegebiet hinsetzen können. Rom kriegen wir nicht unterstützt, aber die beiden kriegen wir unterstützt. Hierhin platziert. Wir kriegen auch so locker noch unterstützt, wenn wir es hier hinstellen, auf das Feld hier. Ja, 5 nach unten. 5 nach oben. Können es auch hier hinsetzen. Hier kriegt es noch einen kleinen plus 1 Bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja, hier stellen wir es hin. Neben das andere Industriegebiet direkt daneben. Witzig, ne? 14 Runden. Dauert ein Weilchen, aber ich glaube, das lohnt sich. Verschiedene Handelsposten wurden erstellt. Ziehen wir aber erstmal unsere Einheiten. Mine. Händler in Changsha. Wieder geht es darum, die Stadt maximal zu unterstützen. Weil ich glaube, ich würde eher Rom gern unterstützen. Aber den schicke ich nicht rüber, dann verlieren wir auch eine Runde. Ich lasse den mal an Ort und Stelle, da werden sicher noch andere Handwerker dazukommen. Und ein Vierer-Industrie haben wir nicht, aber ich schicke den mal nach Rom rüber, genau. 7-3 nach Rom. Gesandte können wir schicken. Jetzt ziehen wir mal die Einheiten. So, und hier rode ich jetzt den Regenwald. 72 Produktion, 72 Nahrung. Das macht keinen Sinn. Wir haben jetzt schon zu viele Bürger hier. Und haben durch das Wohnraum, durch das wir viel zu wenig Wohnraum haben, meinen keine Unzufriedenheit. Nur das Bevölkerungswachstum wurde total gesenkt. Was ich mich gerade frage, das bringt 75 Produktion. 72 Produktion, das will ich mal rauskriegen. Ich schicke den mal hier, den hier hinten rüber. Ach Quatsch, keine Experimente. Ich mache das. Wie viel fehlen denn hier noch? Ach, das bringt ja fast nichts. Das bringt fast nichts. Na doch, ein bisschen was bringt es. Ist mal ein gutes Defensivfeld gegenüber dem... Ach, ich mach's, komm. New York, New York. Den Händler schicken wir jetzt aber wirklich nach Rom runter und wollen mal hier Rom ein bisschen boosten. Mit den Einheiten hier ziehen wir wieder hoch. Gesandte müssen wir noch einsetzen. Wird uns vom Programm nicht mehr angezeigt. Machen wir aber jetzt sofort. Machen wir allerdings erst zum Auftakt der neuen Folge. Dann werden wir ein paar Gesandte platzieren. Nächste Folge... Könnte die mit Piero Parker sein? Wir sind jetzt in Runde 192. Er war in der letzten Folge, glaube ich, in Runde 187. Also wenn das kein... Ja, ihr habt jetzt gerade zwei Folgen von mir bekommen. Ja, die nächste ist bei Piero Parker. Piero, hallo Timo, bitte kommen, bitte kommen. Bitte Zuschauer bespaßen. Dein Job, Mission Mars. Bis bald.